Herzlich willkommen zu dem Webinar Modellierung von Bluetelligence. Mein Name ist Remigius Felsner. Wir können im Endeffekt auch gleich schon loslegen. Schauen wir uns an, was wir uns heute vorgenommen haben. Vielleicht erst einmal zu meiner Person. Ich bin der Business Unit Manager für Doku Performer bei der Firma Bluetelligence und freue mich sehr, Sie heute durch das Webinar durchzuführen. Was natürlich noch wichtig ist, das Webinar selber wird auch aufgezeichnet. Das heißt also, wenn Sie dann ja nicht alles entsprechend mitbekommen haben, haben Sie auch im Nachgang nochmal die Möglichkeit, sich alles anzuhören, beziehungsweise eben auch nochmal an Kollegen oder Freunde zu verteilen. Genau, was wollen wir heute tatsächlich uns anschauen? Es ist eben die Modellierung. Bevor wir aber eben in die Modellierung konkret einsteigen, wollen wir uns erst noch mal kurz verorten. Das heißt eben schauen, wo wir im Endeffekt angesiedelt sind mit unserer Lösung, welche Lösungselemente wir haben, also allgemein von den Produkten her gesprochen, aber eben auch, wie sich die Lösung Modellierung als Modul in die anderen Komponenten und Module entsprechend einbettet. Denn so viel kann ich schon vorweg sagen, am Ende wird es nicht nur die Modellierung sein, die natürlich in der Lösung entsprechend hilfreich ist, sondern tatsächlich auch noch weitere Komponenten, die wir uns dann anschauen werden. Parallel werden wir dann eben auch natürlich uns anschauen, wie der Doku-Performer eben allgemein in dem Projektlebenszyklus auch unterstützen kann, so dass man hier ja wirklich alle Phasen entsprechend durch den Doku-Performer unterstützen lassen kann und damit natürlich in jeder Phase eigentlich auch Aufwand und Aufwand spart beziehungsweise entsprechend Nutzen hat. Genau. Vielleicht nochmal ein, zwei allgemeine Sachen. Sie sollten jetzt entsprechend in dem Go-to-Webinar auch rechts die Ansicht haben, wo Sie gerne auch nochmal, falls notwendig, die Einstellung ändern können. Also zum Beispiel, falls das falsche Ausgabegerät vorhanden ist, können Sie das hier nochmal umstellen. Und Sie sollten auch in der Lage sein, Fragen zu stellen. Das heißt, wenn Sie die Fragen entsprechend einfach eintragen, werde ich ja zu den Meilensteinen, sage ich mal, immer wieder zwischendurch reinschauen und versuchen, auf die Fragen einzugehen. Ansonsten, wenn Fragen unbeantwortet sein sollten, werden diese im Nachgang auf jeden Fall beantwortet und Ihnen auch nochmal zur Verfügung gestellt werden. Gut, ja, dann starten wir. Also generelle Informationen, wie gliedert sich das gesamte Produkt Doku Performer ein? Also am Ende, Bluetelligence bietet zwei verschiedene Lösungen an. Einmal den Doku Performer, der eher für, ja, ich sag mal, Entwickler gedacht ist. Natürlich aus der Vergangenheit heraus gibt es auch immer wieder Fälle, wo dann Key-User in Fachabteilungen damit arbeiten, beziehungsweise Dokumente dafür generiert werden und zur Verfügung gestellt werden. Und wir haben dann eben noch zum Zweiten das Enterprise Glossary. Und da nur wirklich ganz kurz 20 Sekunden drauf eingegangen. Das Enterprise Glossary ist im Endeffekt eine Webplattform, die technologieagnostisch ist und eben die Möglichkeit bietet, hier ja, ich sag mal, Steckbriefe von Kennzahlen, von Systemen, von Applikationen zu erstellen, damit dann, wenn man über zum Beispiel die EBIT-Marge spricht, dann tatsächlich auch immer das Gleiche dahinter ist, unabhängig in welchem System es dann abgelegt ist, ob es ein BI Power Query ist oder ein BW oder ein HANA-System etc. Es hat natürlich viele Vorteile. Es ist eben webbasiert, hat eben auch die Möglichkeit, auf die einzelnen Entitäten zuzugreifen, kann an das persönliche Design angepasst werden, etc. Genau, das ist aber, wie gesagt, eher technologieagnostisch. Heute wollen wir natürlich in den Doku-Performer tiefer einsteigen. Das heißt, wie verortet sich dieser? Am Ende gibt es natürlich die verschiedenen SAP-Komponenten. Das heißt, Sie kennen ja klassisch, und das ist ja auch das, warum Sie in der Regel jetzt heute hier sein sollten. Das ist das BW. Und hier unterstützen wir natürlich eben alle Versionen bis hinauf zum BW 4HANA.
aber genauso auch eben BW OnHANA und alle Objekte, die auch in der Workbench vorhanden sind. Wir unterstützen aber eben auch natürlich BO, HANA und BPC. Und hier bei BPC jetzt eben zum Beispiel auch ab letztem Jahr, Ende letzten Jahres, ist die Version 11 dazugekommen in der Standardversion, so dass man hier eben tatsächlich, ja, ich sag mal, alle Komponenten auch unterstützen kann. Wie gliedert sich das jetzt ein bezüglich der Module? Das heißt, jedes Modul ist entsprechend natürlich für einen leicht anderen Zweck gedacht. Die Standardmodule, die viele eben auch schon kennen, sind Dokumentation und Kommentierung. Also Dokumentation einfach aus den technischen Inhalten, aus dem SAP-System, die Sachen in eine lesbare, möglichst strukturierte Dokumentation zu überführen. Und idealerweise, und da kommt das zweite Modul ins Spiel, zu den Objekten nochmal Informationen zu hinterlegen, die sonst aus dem SAP-System nicht herauslesbar wären. Das heißt, Objekte oder Informationen wie zum Beispiel Ladeverfahren für DSOs oder ADSOs, wie muss initialisiert werden, warum wurde die Query so gebaut, wie sie gebaut wurde, welche Abhängigkeiten gibt es, etc. Also all diese Sachen, die jetzt eben nicht offensichtlich aus der Dokumentation, aus dem technischen Inhalten ermittelt werden können, können hinterlegt werden und dann eben zusammen als ganzheitliche Dokumentation generiert werden in verschiedensten Varianten. Und dann eben für uns heute, das wird auch für uns heute tatsächlich relevant sein, das ist eben das Thema Analysefunktionalitäten. Wenn man sich natürlich so eine Migration nach BW vor HANA anschaut oder Vorbereitung, je nachdem, in welcher Stufe man sich befindet, gibt es eben zahlreiche, ja, ich sag mal, Aufgaben, die gemacht werden müssen. Das können Abstimmungen mit der Fachabteilung sein. Man muss verstehen, wie die Komplexität im System hinterlegt ist. Ich muss verstehen, wie die Datenflüsse zusammenhängen. Ich muss, wenn ich jetzt zum Beispiel vielleicht einzelne Aspekte mir herausgreifen will und nur diese migrieren will, muss ich eben verstehen, ob da Abhängigkeiten zu anderen Sachen sind. Vielleicht eben auch versteckte Abhängigkeiten in irgendwelchen ABAPs, die so jetzt offensichtlich gar nicht gesehen werden können. Genau, und dann haben wir natürlich das Modul, wo es sich heute eben auch hauptsächlich drum drehen wird. Das ist das Thema Modellierung und hier eben als Hauptnutzungsszenario die Möglichkeit, Objekte, also BW-Objekte, zu importieren, zu verarbeiten, inklusive Anpassung von Namenskonventionen oder eben auch Änderungen des Aufbaus der Objekte selber oder eben auch Objekte, Infoobjekte zum Beispiel in Felder zu konvertieren oder umgekehrt und dann diese wieder in ein Zielsystem zu exportieren. Das kann eben genau diese BW-4HANA-Migration sein, so dass ich dann mir ein Cube zum Beispiel importiere und dann eben ein optimiertes ADSO mit geänderten Namenskonventionen wieder in ein BW-4-System exportiere. Und wenn ich natürlich jetzt in der Lage bin, die Namenskonvention zu ändern, gibt mir das auch relativ viele Freiheiten und auch Möglichkeiten, ganz neue Sachen zu machen, die ich vorher nicht machen konnte. Sei es zum Beispiel, ich sag mal, Applikationen zu konsolidieren, Objekte zu konsolidieren, so dass ich dann natürlich eben statt mehrere im Quellsystem dann nur noch ein Objekt im Zielsystem habe. Genau. Natürlich wäre das schon eine ganze Menge, aber es geht noch mehr. Und zwar das zweite große Thema, was wir uns dann anschauen werden, ist eben auch noch die Queries. Und zwar hier konkret ist die Möglichkeit, eben zusätzlich zu diesen geänderten Namensmodellen oder Datenmodellen und Namenskonventionen eben auch die Queries mitzunehmen. Das heißt, das System hat dann verstanden, welche Änderungen man durchführt und würde dann diese Änderungen in den Namenskonventionen, in zum Beispiel der Änderung von 0 Material auf Z-Material, würde er diese Namensänderung eben auch mit übertragen und schon auch vorschlagen, wie das neue Objekt in der Query dann benannt werden würde. Und hier werden dann tatsächlich auch alle Elemente übernommen. Das heißt, es würden auch Queries angelegt werden, genauso wie im Altsystem. Es würden auch berechnete Kennzahlen, Strukturen, alles, wie es auch eben vorhanden war, würde dann übernommen werden. Genau, das schauen wir uns aber auch gleich nochmal an. Ja. Gut, dann vielleicht noch mal ganz kurz auf die zwei Add-ons. Ein Add-on, was heute auch noch mal interessant sein wird, ist eben das Thema Data Lineage. Natürlich, wie gesagt, gerade wenn man eben Datenmodelle übernehmen möchte und man auch die Datenflüsse ändern muss, beziehungsweise neu bauen will,
Für eine BW-Vormigration ist es natürlich wichtig zu verstehen, wie diese aufgebaut sind. Und hier hat man die Möglichkeit, mit dem Data Lineage eben in einer Excel-Tabelle eine ganzheitliche Analyse des Gesamtdatenflusses, also wirklich alle Stufen mit allen Mappings von zum Beispiel eben der Data Source bis zu einem HCPR, Multiprovider, was auch immer in Ihrem System vorhanden ist, durchzuführen, um daraus dann ja, die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Welche Objekte sind relevant, was wird da überhaupt angefasst, wie wird das abgeleitet und eben das nicht nur auf Ebene das, was in SAP sichtbar ist, sondern eben zusätzlich auch mit einer echten ABAP-Prüfung, wenn zum Beispiel in einer Startroutine nachgelesen wird. Aber da schauen wir uns auch entsprechende Beispiele an. Zusätzlich hat man hier auch die Möglichkeit, neuerdings entsprechend ABAP-CDS-Views sich anzuzeigen. Wobei das jetzt eben, wie gesagt, für die BW-Vorhanne-Migration aktuell dann natürlich nicht so relevant ist. Und dann das zweite Tool, was da in dem Zusammenhang natürlich relevant werden kann, ist, okay, jetzt baut man ein neues BW-Vorsystem auf. Da ist natürlich dann auch die, ist es naheliegend, dass man eventuell auch vielleicht zusätzliche Sprachen benötigt, wenn man etwas konsolidiert. Dass eben auch vielleicht noch Dienstleister mit im Boot sind, diese dann vielleicht die Objekte auf zum Beispiel Englisch brauchen, obwohl sie bisher nur auf Deutsch gepflegt worden sind. All solche Sachen werden mit Translations wesentlich einfacher, weil dort eben Wörterbuch gestützt und eben auch die Möglichkeit mit Export und Import von Wörterbüchern ja relativ einfach die Möglichkeit besteht, das Bestehende, was man hat, wo ja schon sehr viele Übersetzungsinformationen enthalten sind, dann natürlich in dieses Wörterbuch zu laden und dann, wenn man eine neue Query übersetzen möchte, kann man einfach auf Vorschlagen drücken und dann würde man dort alles bereits übersetzt bekommen und braucht das nur noch zu übernehmen. Gut. Dann steigen wir jetzt entsprechend nochmal tiefer in das Thema Modellierung ein und versuchen das nochmal ein Stück ganzheitlicher zu betrachten. Vielleicht, bevor wir dann aber tatsächlich in die Tiefe gehen, was ist Modellierung vom DokuPerformer nicht? Und zwar, es ist nicht ein Ersatz für die SAP In-Place beziehungsweise Remote beziehungsweise Shell-Konvertierung. Wir werden zwar sehen, dass es eben auch für diese, ja, ich sag mal In-Place oder Remote oder Shell-Conversions natürlich viele Aspekte gibt, die trotzdem über den DokuPerformer abgedeckt werden können. Das sind eben diese ganzen Analysethematiken. Ich weiß nicht, wer jetzt letztens auf dem DSAG-Kongress gewesen ist. Dort wurde von zum Beispiel Linde eben auch ein Beispiel gegeben, wie migriert werden soll. Und die haben das eben auch applikationsweise gemacht. Und da muss man natürlich auch dann eben verstehen, okay, wie sind die Abhängigkeiten? Reicht das jetzt aus, nur diesen Multiprovider zu nehmen? Und je besser man natürlich das abgrenzen kann, desto besser ja, ist oder desto erfolgreicher wird natürlich dann auch die Migration. Und da hilft es eben auch wirklich, ja, das Tool gestützt zu machen und eben nicht einfach alles manuell und händisch vorab ermitteln zu müssen. Genau, was ist es noch? Oder was ist es nicht? Es kann zurzeit keine Datenflüsse übernehmen. Dies ist aus mehreren Gründen. Zum einen, weil natürlich es häufig so ist, dass wenn Sie die Datenflüsse, ja, wenn Sie eben nach BW4 gehen, Sie eben nicht mehr die alten Datenflüsse verwenden wollen. Das heißt also, die verschiedenen oder die vielen Persistenzebenen, die Sie vorher hatten, vier, fünf Ebenen, die wollen Sie natürlich in der Regel in dem BW4-System nicht haben und wollen diese wesentlich schlanker entsprechend als Online-Datenflüsse einfach umbauen. Und von daher ist das jetzt aktuell noch nicht etwas, was wir mit dem Tool entsprechend unterstützen. Und was eben auch noch wichtig zu sagen ist, DokuPerformer ist ein Metadatentool. Das heißt also, wir können Ihnen dabei helfen, eben zu verstehen, alles bezüglich Metadaten. Das heißt eben, wie das aufgebaut ist, können Ihre Datenmodelle übernehmen, aber natürlich nicht die Daten selbst, also die Transaktionsdaten. Dafür müssen Sie entsprechend noch ja, Themen in Ihrem Projekt vorsehen, das so auch abzubilden. Gut, ja, warum machen wir dann überhaupt Modellierung, beziehungsweise was ist die Idee dahinter? Die Idee dahinter ist eben, Objekte intelligent wiederzuverwenden. Und deswegen eben auch, viele bezeichnen das ja eben als Brownfield-Ansatz. Manche Kunden gehen eben auch auf einen Greenfield-Ansatz, weil sie sagen, okay, sie bauen alles neu.
weil eben bisher kaum eine Möglichkeit da war, tatsächlich die Sachen intelligent wiederzuverwenden. Und ich weiß nicht, wie da Ihre Erfahrungen sind, aber aus meiner persönlichen Erfahrung ist es so, dass die Kunden in der Regel, gerade wenn man neue Applikationen entwickelt, sehr häufig nach den bestehenden Sachen fragen. Das heißt also, statt sich darauf einzulassen und zu sagen, okay, wir bauen jetzt eben wirklich eine neue Applikation mit ganz neuen Anforderungen, die sehr innovativ ist, will natürlich jeder erstmal sein Standard-Geschäftsalltag sichern und fragt eben nach Queries, die er schon kennt, und diese werden dann häufig nachgebaut. Und hier hat man dann natürlich die Möglichkeit, diese Objekte einfach mitzunehmen, und man kann natürlich hier auch die Änderungen, die auch schon seit längerer Zeit vielleicht aufgeschoben worden sind, auch entsprechend abbilden. Das heißt also, sowohl im Datenmodell als eben auch in der Möglichkeit, Berichte mitzunehmen, die sowieso hilfreich waren und die, wie gesagt, fürs Tagesgeschäft am Ende notwendig sind. Genau. Was kann man theoretisch noch machen von den Use Cases her? Theoretisch besteht auch die Möglichkeit, natürlich die Namenskonvention, wie gesagt, anzupassen, gerade wenn man eben ein historisch gewachsenes System hat, das heißt, das eben schon mehrere Jahre alt ist oder nicht nur mehrere Jahre, aber vielleicht eben auch zum Beispiel 10 Jahre alt ist und man schon seit Version 3.x entsprechend unterwegs ist, waren in der Regel auch sehr viele verschiedene Namenskonventionen da. Es ist auch schwieriger, sich zurechtzufinden. Und das sind auch natürlich Aspekte, wenn die relativ einfach abgebildet werden könnten, dann steigt einfach die Attraktivität, sowas dann auch tatsächlich mal durchzuführen und eben nicht einfach nur komplett von vorne anzufangen, was natürlich wesentlich höheren Aufwand bedeutet. Gut. Ja, im Endeffekt, es gibt noch einen Anwendungsfall, auf den bin ich noch nicht eingegangen, den aber nur am Rande erwähnt. Das ist die Möglichkeit, natürlich auch innerhalb eines Systems Applikationen zu kopieren, sage ich mal. Wir haben auch Kunden, die eine Art Template-Applikation haben, wo dann eben zum Beispiel Business Units sagen, Mensch, ich habe gehört, die eine Business Unit, die hat schon etwas, das ist auch sehr gut. Das würde ich gerne auch haben, ohne jetzt aber dann die Probleme von geteilten Datenmodellen zu haben mit Berechtigungen etc., besteht eben die Möglichkeit, sich solche Datenmodelle sehr einfach zu kopieren und dann eben der anderen Business Unit, ich sag mal, einen sehr einfachen Start zu geben, wo man dann halt eben die Berichte übernimmt, wo man dann eben auch die Datenmodelle übernimmt und die Daten dann gleich von Anfang an getrennt sind. Und wenn dann Anpassungen stattfinden, dann behindert man sich natürlich nicht gegenseitig. Sofern natürlich keine Anpassungen notwendig sind, dann macht es natürlich trotzdem Sinn, auf einer Applikation zu bleiben. Das ist natürlich klar. Gut, dann schauen wir uns nochmal an, wie wir danach hervorgehen werden. Also grundsätzlich werden wir uns 3 Schritte anschauen bei der Modellierung. Das ist das eine. Natürlich braucht man ein Namenskonzept. Das heißt also, wenn Sie die Objekte übernehmen, dann besteht ja natürlich ein Cube, ein DSO aus sehr vielen Infoobjekten, aus Attributen von Attributen und so weiter. Es gibt Hierarchien, es gibt Variablen. Es gibt alle möglichen Elemente, die man natürlich berücksichtigen muss, und für diese braucht man ein Namenskonzept. Dieses Namenskonzept sollte man sich natürlich sehr gut überlegen, auch wegen Klammerungen etc., damit man später möglichst keine Inkonsistenzen bekommt. Das Tool prüft hier schon sehr, sehr viel ab, unterstützt einem auch dabei, damit man eben nicht mehr in diese Fehler hineinläuft. Idealerweise hat man dann nachher die Namenskonvention in einem Excel vorliegen, welches dann einfach in das Tool geladen werden kann, um damit dann die Übersetzung so einfach wie möglich zu machen und damit dann möglichst einfach konsistent die Verarbeitung vornehmen zu können. Dann werden wir uns nachher eben auch anschauen, wie ein Infoprovider bzw. 2 Infoprovider kopiert werden, inklusive Namensänderungen. Und wir werden uns dann auch anschauen, wie dann die Queries entsprechend auf den neuen Infoprovider, der eben strukturmäßig geändert worden ist, also hauptsächlich in den Namenskonventionen, dann angepasst werden kann. Und dann, das wäre natürlich regulär der 4. Schritt, müsste man hingehen und natürlich die vereinfachten, optimierten Datenflüsse anlegen, was wir natürlich jetzt hier in dem Zusammenhang nicht machen werden. Gut.
Schauen wir uns nochmal, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wie gesagt, Modellierung ist ja im Endeffekt nur ein Aspekt. Jetzt gibt es natürlich zahlreiche verschiedene Arten, wie Projekte geliefert werden, agil, Wasserfall etc. Am Ende braucht man trotzdem mehr oder weniger auch die verschiedenen Phasen. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier einfach mal anschauen, okay, in der Regel braucht man eine Analyse, man will verstehen, wie viel Aufwand wird das dann am Ende sein? Was muss eigentlich alles migriert werden? Wird das überhaupt noch verwendet? Etc. Man muss dann entsprechend ein Design durchführen und sich überlegen, okay, das sind halt jetzt die Elemente, die man tatsächlich mitnimmt. Das sind die Namenskonventionen. So wird es abgebildet werden im neuen System. Das sind die Queries, die eben tatsächlich auch mitgenommen werden und implementiert diese dann natürlich in dem Bild. Führt dann eben die Kopieraktion durch. Oder eben Transporte, je nachdem, übersetzt dann unter Umständen noch und würde dann natürlich im Anschluss in einen Test einsteigen. Muss hier natürlich dann auch gut verstehen, wo jetzt die Fehler passieren. Auch da ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man eben in der Lage ist, zum Beispiel das Reporting wirklich so zu übernehmen, dass es eigentlich nur noch ein technischer Akt ist, kann man natürlich das Reporting in der Regel als Fehlerquelle ausschließen und kann sich dann auch bei den Tests viel stärker auf zum Beispiel die Datenflüsse konzentrieren und findet eben die Fehler natürlich auch wesentlich einfacher, als wenn man dann immer, ich sag mal, zwei Variablen hat. Es kann ja immer dann entweder der Datenfluss sein und die Verarbeitung der Daten oder eben auch die Darstellung der Daten. Und selbst bei einer niedrigen Fehlerquote von vielleicht um die 10%, ja, entstehen natürlich sehr viele Fehler, wenn man dann hunderte Transformationen, hunderte von Queries hat, die damit verarbeitet werden. Genau, dann wird das Ganze deployed auf der entsprechenden Zielplattform, wenn es eben auf dem Produktivsystem und muss dann natürlich auch gewartet werden und auch hier natürlich wieder die Hauptaspekte, ja, Fehler entsprechend schnell zu finden, nach dem Go-Live, in der Regel in einer Hypercare-Phase, wo es natürlich auch eben besonders viel gibt, was man sich anschauen muss. Genau. Wie unterstützt jetzt der Doku-Performer? Wir haben das jetzt versucht, hier mal etwas plakativ zu machen. Nageln Sie uns jetzt nicht auf die Prozentwerte fest. Das hängt natürlich auch einfach von der individuellen Nutzung ab. Das sind jetzt mal Durchschnittswerte, die sich eben auf die einzelnen Tätigkeiten beziehen, die dort dann auch notwendig sind. Also nicht notwendigerweise auf die Gesamtphase, sondern eben auf die Tätigkeiten innerhalb der Phase, wie stark dort Einsparungspotenzial möglich ist. Und genau, wir tauchen jetzt auch tatsächlich mal in die Details ab. Das heißt, wenn man sich jetzt eben die Analyse anschaut, was muss man dort in der Regel machen? Man möchte natürlich verstehen, welche Queries zum Beispiel lange Zeit nicht verwendet worden sind. Man möchte zum Beispiel auch sehen, welche Queries überhaupt vorhanden sind. Also gerade wenn man mehr als nur zwei Handvoll von Queries hat, geht es natürlich sehr schnell, dass man den Überblick verliert. Wir kennen auch Kunden, die eben über 1000 Queries haben. Jetzt letztens habe ich nochmal eine Zahl gehört, wo ich selber gestutzt habe, 50.000 Queries. Ist natürlich eine sinnvolle Verarbeitung kaum möglich, manuell. Und da ist es natürlich sehr gut, wenn man eine entsprechende Unterstützung hat. Man will natürlich auch ein Aufräumen durchführen, das heißt also die Objekte, die nicht mehr verwendet werden, was kann eben tatsächlich gelöscht werden, auch bei einer BW On-HANA-Migration. HANA wird natürlich nach Speicherverbrauch gesized und da macht es natürlich schon viel aus, ob diese Objekte überhaupt noch genutzt worden sind, wann sie das letzte Mal aufgerufen worden sind und so weiter. Dann eben, wie gesagt, die Datenflüsse haben wir ja schon besprochen. Auch da eben zu verstehen, was eigentlich passiert, sowohl im ABAP als auch in den AMDPs, ABAP Managed Database Procedures. Das sind eben die Prozeduren, die eben jetzt auch in HANA implementiert werden können, damit man eben nochmal die Performance-Vorteile genießt. Und diese müssen natürlich eben gut verstanden werden, damit man nicht ja, Abhängigkeiten übersieht. Und dann eben, wie gesagt, diese generellen Abhängigkeiten hatte ich jetzt auch schon mehrfach angesprochen und eben auch die Abhängigkeiten zwischen den Objekten. Das schauen wir uns jetzt auch einfach mal ganz kurz an. Bevor wir tatsächlich in die Modellierung gehen, zeige ich Ihnen einfach mal, wie solche Ermittlungen entsprechend aussehen können.
Der Doku-Performer, ohne jetzt in die Details reinzugehen, wie man den tatsächlich startet, etc., das ist jetzt mal so eine Standardansicht, in der man arbeiten kann. Ich sehe hier meine entsprechenden Objekte und jetzt hatten wir ja in der Analyse schon einige Themen angesprochen. Und ich zeige Ihnen jetzt nur mal die Ergebnisse, wie sowas dann theoretisch aussehen kann, ohne jetzt auch wirklich jedes Detail zu zeigen, wie man dahin navigiert. Wenn Sie da dann weitere Fragen haben, das vielleicht eben auch noch vorweg, gibt es online eine sehr gute Möglichkeit, sich das anzuschauen. Also wir haben hier entsprechend Best-Practice-Seiten erstellt, wo man ja sehr gut die einzelnen Themen nochmal nachlesen kann, welche Funktionalitäten es gibt. Und ich kann dann hier auch sehr einfach wiederum in die Hilfe abspringen und kriege dort entsprechend alle Erklärungen, wie ich dann dieses Ergebnis selber für mich erarbeiten kann und was ich da im Doku-Performer entsprechend auswählen muss. Genau. Wie sieht das jetzt entsprechend aus? Wie gesagt, Sie müssen zum Beispiel Datenflüsse verstehen. Das ist jetzt so ein Standarddatenfluss, so wie man sich ihn normalerweise anzeigen lassen würde, zum Beispiel im BW selber. Da hat man natürlich sehr wenig Informationen. Ich zeige Ihnen jetzt mal ein Ergebnis, wie das bei dem Doku-Performer aussehen kann. Ich kann hier Objekte auch ausblenden, falls es zu viele sind. Ich kann jetzt entsprechend tatsächlich hier auch rauslesen, gibt es entsprechend Lookups und sehe hier zum Beispiel ABAP-Lookups. Ja, das heißt, in der Verarbeitung, die mir sonst entgangen worden wäre, sehe ich, dass dort nochmal eine Nachleseoperation auf einem ADSO stattfindet. Ich kann auch sehr schnell verstehen, ob es hier zum Beispiel zusätzliche DTP-Selektionen gibt. Eben für das Nachbauen eines Datenflusses ist das zum Beispiel auch sehr relevant. Ich sehe auch gleich abhängige Prozessketten. Auch hier wieder eine entsprechende Lookup-Operation, die vorhanden ist. Ich sehe hier zum Beispiel auch, ob Tabellen nachgelesen werden. Auch das ist sichtbar. Hier sieht man zum Beispiel, dass ein Filter auf Plant ist. Und so habe ich natürlich die Möglichkeit, sehr schnell ja, einen Überblick zu haben. Und auch hier habe ich natürlich die Möglichkeit, mir auch zum Beispiel die abhängigen Objekte anzuzeigen. Also ich sehe hier zum Beispiel, welche QRDIS auf dem entsprechenden Multiprovider HCPR oder Cube oder was auch immer enthalten sind und kann mir davon wiederum auch die abhängigen Objekte anzeigen lassen. Also wo wird das dann verwendet? Ist es ein Web-Template? Ist es ein AFO-Workbook? Etc. Ich könnte dann hier jetzt nochmal auch weitere Analysen anstoßen, um zu verstehen, okay, wo wird das jetzt nochmal verwendet? Kann mir dafür dann entsprechend die Where-Used-Analyse oder mir die Query anzeigen lassen. Brauche also gar nicht das Tool zu verlassen, sondern ich sehe hier eben ganzheitlich meine Sicht für eine Analyse als Vorbereitung für eine BW4HANA-Migration. Dann gibt es natürlich noch solche Themen wie Aufräumen. Das zeige ich Ihnen auch nur ganz, ganz kurz. Ich kann zum Beispiel sehen, welche Variablen ich habe. Ich kann auch sehen, wie oft diese verwendet worden sind. Ich kann mir auch Duplikate dann anzeigen lassen und sehe, welche Variablen im Endeffekt gleich definiert sind, ob diese dann verwendet worden sind und wie oft diese verwendet worden sind. Könnte mir jetzt hier auch noch gleich die entsprechenden Queries anzeigen lassen. Also was sehe ich dann eben auf einen Blick? Ich kann Namenskonventionen natürlich nochmal verifizieren. Das kann auch fürs neue System relevant sein. Ich kann hier für jeden Datentyp Namenskonventionen festlegen und dann eine Prüfung durchführen lassen. Ich kann auch Expertenregeln verwenden, um wirklich sehr komplexe Sachverhalte abzubilden, um dann eben zu sehen, okay, werden auch die neuen Objekte zum Beispiel in den Namenskonventionen tatsächlich angelegt, wie gefordert, oder was entspricht überhaupt in meinem alten System nicht mehr den Namenskonventionen. Ich kann auch inaktive Objekte mir anzeigen lassen und diese dann weiter zu verarbeiten. Ich kann mir für bestimmte Cubes, Multiprovider, HCPRs, je nachdem, kann ich mir auch eine Übersicht der letzten Ladung und der letzten Nutzung anzeigen lassen. Und jetzt sehe ich hier zum Beispiel, okay, bestimmte Cubes, die hier auch mit enthalten waren, die wurden noch nie verwendet, beziehungsweise auch der letzte Ladevorgang war natürlich sehr lange her. Gut, das sind jetzt auch Testdaten. Aber das gibt mir natürlich schon mal sehr einfach einen Überblick, wann wie etwas geladen wird und welche Query eben darauf zugegriffen hat oder eben ob auch nie darauf zugegriffen worden ist.
Ich kann zum Beispiel auch sehr einfach einen kompletten Systemabgleich durchführen. Das ist auch ein wichtiges Thema. Ich will natürlich verstehen, was gibt es auf den Systemen. Gerade wenn vielleicht auf dem einen oder anderen System Änderungen möglich sind, kann ich das hier entsprechend verifizieren. Das heißt, ich sehe, was ist in dem einen System drin. Ich kann das übrigens hier für alle Objekte oben, die man hier oben sieht, auch durchführen. Die Vergleichssysteme entsprechend auswählen, sehe, was ist in dem einen System, in dem anderen oder nur in dem einen oder nur in dem anderen, beziehungsweise auch in beiden. Ich kann dann hier nochmal so ein Highlighting aktivieren, dass ich eben wirklich auch die Unterschiede schnell sehe und sehe hier zum Beispiel, okay, da ist anscheinend ein technischer Schlüssel abweichend, was zum Beispiel auf einen fehlerhaften Löschtransport hinweisen würde und eigentlich nicht sein darf. Ich kann dann aber natürlich auch hingehen und tatsächlich auch nochmal einen Detailabgleich machen zwischen den beiden Systemen, um dann eben besser zu verstehen, gibt es jetzt eigentlich eine Abhängigkeit, eine Abweichung oder nicht? Und sehe jetzt hier zum Beispiel, okay, unterschiedlich gepflegte Variablennamen oder hier Stammdaten, die auch nicht gleich gepflegt worden sind. Und kann natürlich hier relativ schnell dann die Unterschiede feststellen und daraus dann Rückschlüsse ziehen, ob das jetzt ein Problem ist oder nicht. Ich kann dann auch zum Beispiel eine Where-Used-Analyse durchführen, hier eben jetzt für Kalendertag. Ich sehe tatsächlich bei der Where-Used-Analyse wesentlich detaillierter als im SAP, was die Abhängigkeiten sind. Also ich sehe natürlich die offensichtlichen Sachen, wie zum Beispiel, wo es in einer Query, in einer Kennzahl, in einer Variable verwendet worden ist. Aber ich sehe eben auch tatsächlich Abhängigkeiten zum Beispiel in entsprechenden Tabellen beziehungsweise in ABAP-Sourcen etc. Also sehe ich hier wirklich eben sehr übergreifend oder auch in Transformationen, wo das dann verwendet worden ist und sehe hier natürlich sehr einfach, ob jetzt irgendwas noch zu analysieren ist und vielleicht eben mir noch einen Strich durch die Rechnung macht mit der Migration. Und natürlich ist es einfacher, vorher die Sachen zu analysieren, statt nachher dann, wenn die Implementierung schon läuft oder schlimmstenfalls sogar schon der Transport auf das Produktivsystem erfolgt wurde und dann man aber feststellt, dass irgendeine Abhängigkeit nicht berücksichtigt worden ist, die jetzt nicht gleich zu einem zum Beispiel Compilerfehler oder eben Ähnlichem geführt hat. Genau, das ist jetzt mal so als grober Überblick für die Analyse gewesen. Jetzt springen wir weiter, jetzt gehen wir auf den Build und jetzt kommen wir tatsächlich dann auch eben zu der Migration mit dem Modellierungstool. Das heißt, wie schon besprochen, wir schauen uns jetzt eben an, wie man ein Datenmodell übernehmen kann und wie das dann halt tatsächlich mit den einzelnen Schritten abläuft. Dazu springe ich jetzt nochmal in den Doku-Performer und zeige Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie da entsprechend vorgehen würden. Der Doku-Performer selber hat einen eigenen Reiter dafür. Es gibt jetzt hier die Möglichkeit, Projekte anzulegen. Projekte sind im Endeffekt Gliederungseinheiten für die Migration. Das heißt, ich könnte das jetzt zum Beispiel für Applikationen etc. gliedern. Was man natürlich nur beachten muss, ist, in jedem Projekt sind die Namensgebungen jeweils individuell. Das heißt also, wenn man natürlich konsistente Namensgebungen braucht, sollten diese dann auch zwischen den Projekten entweder ausgetauscht werden oder man würde dann hingehen und soweit möglich ein Projekt verwenden. Es gibt auch nur wenige Gründe, warum man eigentlich auch mehr Projekte anlegen soll. Das kann zum Beispiel bei einer Konsolidierung der Fall sein, wo man eben mehrere Quellobjekte auf ein und das gleiche Zielobjekt mappen will. Das hat eben was damit zu tun, dass natürlich bei dem Import wir nicht die Objekte selber konsolidieren können. Das heißt also, wir können nicht aus zum Beispiel P-Material und Z-Material und Y-Material dann ein neues Material machen, sondern Sie müssen sich natürlich für ein Material entscheiden und das dann entsprechend eintragen. Wie läuft das dann ab? Vergebe einfach einen entsprechenden Namen. Ich nenne es jetzt hier einfach Showcase 4. Ich vergebe dann auch nochmal die entsprechende Beschreibung. Ich muss jetzt dann auswählen, was meine Quell- und meine Zielsysteme sind. In unserem Fall wähle ich jetzt beides mal das BI1-System. Ich könnte hier aber eben auch ein BW4-System. Ich muss dann noch sagen, welche Sprachen für mich relevant sind, die ich übernehmen möchte. Und muss dann nochmal im zweiten Schritt die sogenannten Base Objects laden. Das heißt, das System erkennt dann entsprechend, welche Unit of Measures es gibt, welche Objekte dann auch tatsächlich nicht geändert werden dürfen. Ah, einen Blick.
welche Objekte dann auch nicht geändert werden dürfen. Und genau, damit natürlich da keine Inkonsistenzen entstehen können. So, das hat er jetzt geladen. Jetzt fragt er mich noch, ob ich es aktiv setzen möchte. Das mache ich auch. Und jetzt habe ich hier meine Standardansicht. Das heißt, hier in dieser Ansicht, entgegen zu der Ansicht, die Sie vielleicht sonst gewohnt sind, das sind Objekte alles, die aus dem SAP-System synchronisiert wurden. Das sind jetzt Objekte, die nur im Doku-Performer vorhanden sind. Natürlich, dadurch, dass das Projekt neu ist, gibt es hier noch nur die Standardobjekte, die eben geladen worden sind, aber sonst keine. Und was wir jetzt entsprechend machen würden, ist, wir laden uns jetzt Objekte rein. Das heißt, hier in unserem Fall werden wir einen Cube auswählen, den wir dann als Basis verwenden, um die abhängigen Infoobjekte zu laden und dann mit neuen Namenskonventionen entsprechend wieder zu importieren. Hier als Beispiel nehmen wir auch einen Cube aus dem Business Content. Sie hätten theoretisch auch die Möglichkeit, direkt aus der D-Version die Objekte zu laden. Das heißt also, wenn Sie sagen, ach, ich will jetzt nicht erst noch aktivieren, sondern eben gleich aus der D-Version importieren mit einer neuen Namensgebung, dann kann ich das eben auch machen, ohne dazu über die Subgroup zu gehen. Was kann ich jetzt machen? Ich kann jetzt hier entsprechend das Objekt übertragen. Wenn ich das mache, kann ich jetzt hier auch schon eine neue Namenskonvention vergeben für das neu angelegte Objekt. Dazu vergebe ich jetzt einfach den neuen Namen hier. Ich könnte auch die Beschreibung ändern und ich kann hier unten auch noch festlegen, ob ich das Objekt als bestehendes Objekt importieren möchte oder ob ich es gleich auch schon in ein Advanced DSO, in ein Azo entsprechend konvertiere. Das mache ich jetzt hier auch. Ich kann dann noch sagen, mit welcher Abhängigkeit ich laden soll. Das heißt also, wenn ich jetzt eben natürlich ein Cube besteht aus verschiedenen Infoobjekten und Kennzahlen und diese haben unter Umständen natürlich weitere Abhängigkeiten und die Frage ist, wie tief geht er da hinab? Natürlich sollte man, um eben alle Abhängigkeiten zu erfassen, sollte man auch tatsächlich alles entsprechend mit Infinity, also mit unendlich laden. Das mache ich jetzt. Jetzt fragt er mich nochmal. Das kann natürlich entsprechend auch länger dauern, weil es auch tatsächlich eben jetzt durch alle Objekte durchgeht und diese entsprechend importiert. Genau, ich schaue jetzt mal ganz kurz, ob es soweit Fragen gibt parallel. Ich sehe jetzt erstmal keine. Das ist sehr gut. Genau, ansonsten können Sie natürlich gern die Gelegenheit nutzen, bis das entsprechend geladen ist. Das ist natürlich eine Online-Operation. Das heißt also, da geht er wirklich real-time in das System und ermittelt eben, wie schon gesagt, tatsächlich alle Abhängigkeiten. Gut. Es sind jetzt relativ viele Objekte natürlich, da muss man auch aufpassen. Also gerade wenn man kann theoretisch auch mehrere Cubes gleichzeitig importieren und verarbeiten oder eben DSOs etc. Und da passiert es natürlich wirklich sehr leicht, gerade am Anfang, wenn bisher noch keine Objekte migriert worden sind, dass man mit, ich sag mal, einem komplexeren DSO oder Cube dann auch gerne mal, zum Beispiel 1000 Infoobjekte dann entsprechend als Abhängigkeit lädt. Das werden in unserem Fall zum Glück nicht so viele sein. Aber auch das ist grundsätzlich kein Problem, wobei es natürlich immer hilft, eher in kleineren Häppchen vorzugehen, statt mit dem Big Bang und alles zu versuchen, mit einem Schlag entsprechend zu verarbeiten. Genau. Sobald dann der Import entsprechend vorgenommen wurde, habe ich die Möglichkeit, auch die entsprechende Namenskonvention anzupassen. Das passiert jetzt. Jetzt sagt er mir, es wurde erfolgreich importiert. Möchte ich es jetzt öffnen? Ja, das möchte ich. Und dann kann ich jetzt eben auch hingehen und mir dafür dann entsprechend die Namenskonvention ändern. Ich mache es jetzt mal auf eine sehr einfache Art und Weise. Ich vergebe jetzt hier entsprechend einen generellen ersten Buchstaben und ich möchte jetzt quasi alle ersetzen. Ich zeige Ihnen aber auch gleich nochmal, wie das dann aussieht, wenn man das über das Excel machen würde. Aber jetzt eben der einfachste Weg, hier zu sagen, okay, ersetze mir den ersten Buchstaben, nämlich das 0 durch das P. Das würde ich jetzt dann so durchführen. Okay, jetzt sagt er mir natürlich noch hier, 30 Stück sind nicht gültig, weil die viel zu lang sind. Okay, dann sage ich es jetzt auch sehr einfach. Ich
schneide es einfach ab. Und dann sagt er mir, okay, es gibt immer noch zwei, die unterschiedlich, also die gleich sind und die müssen natürlich unterschiedlich sein. Ich benenne jetzt einfach mal eins entsprechend mit einem P, Entschuldigung, mit einem 2, dass das dann eindeutig ist. Und man sieht dann jetzt eben hier auch, bestimmte Objekte kann ich auch nicht umbenennen, wie zum Beispiel die Zeitmerkmale etc., die werden automatisch übersprungen. So, das habe ich jetzt entsprechend gespeichert. Ich kann das jetzt auch so entsprechend in das Tool laden. Und wenn ich jetzt natürlich mir das nächste Objekt verarbeite, und das ist jetzt eben auch das Spannende, natürlich, dass es auch alles entsprechend konsistent ist. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier die Renamings mal anschauen, dann hat er sich jetzt auch schon alles mitgeschrieben sozusagen. Er weiß jetzt eben, okay, hier das, der alte Cube wurde in das neue ADSO umbenannt und hier die verschiedenen Charakteristiken wurden alle in diese neuen Info-Objekt-Namensräume gezogen. Ich kann mir das jetzt natürlich auch runterladen, kann es austauschen, kann es manuell sozusagen offline ergänzen, kann auch die Namenskonvention vorher eben schon alle festlegen mit den entsprechenden Typen, Info-Object, ODSO und so weiter, Report, Calculated Key Figure und so weiter, kann eben dort alles festlegen, hochschießen in den Doku-Performer und habe dann natürlich die Möglichkeit, einfach die Standard-Namenskonvention anzuwenden. Das mache ich jetzt hier entsprechend mal, indem ich einfach das nächste Objekt verarbeite. Das ist dann ein entsprechend neuer Cube. Und auch hier vergebe ich wieder einen neuen Namen. So. Und würde jetzt entsprechend den Export von dem neuen Cube von dem neuen Cube durchführen. Auch hier wieder steht ja noch die alte Einstellung, Advanced DSO, soll es konvertiert werden. Wenn ich das jetzt durchführe, Start Import, ja, auch da wieder die Abhängigkeiten, würde er mir dann jetzt in dem nächsten Schritt auch tatsächlich vorschlagen, dass ich die bestehenden Namenskonventionen einfach anwende. Das heißt, statt eben jetzt neue Namenskonventionen festlegen zu müssen, kann ich jetzt hier eben hingehen und die bestehenden Namenskonventionen einfach verwenden lassen und braucht dann nur noch, falls es Deltas geben würde, das heißt, falls es zusätzliche Objekte gibt, die eben bisher noch nicht umbenannt worden sind, müsste ich diese dann nochmal einen neuen Namen vergeben. Genau, da warten wir jetzt nochmal einen kleinen Augenblick. So, das ist jetzt schon eben der entsprechende Vorschlag. Da schlägt er mir tatsächlich alle Namensänderungen vor. Wenn ich jetzt dort manuell sagen würde, ach, das ist aber noch ein Element, das ist falsch, dann könnte ich das tatsächlich auch hier nochmal nachjustieren. Ich übernehme das jetzt natürlich so. Ich will es ja natürlich möglichst konsistent haben. Jetzt kann ich es mir entsprechend nochmal anzeigen lassen. Auch das mache ich. Ich kontrolliere nochmal die entsprechende Namensgebung. Okay. Hier ist alles wunderbar übernannt. Es gibt nur noch entsprechend neue technische Namen. Das heißt, das passt alles. Ich brauche nichts mehr zu ändern und kann das entsprechend auch so übernehmen. Gut. Jetzt haben wir die beiden Objekte entsprechend in das System geladen. Jetzt wollen wir die natürlich auch wieder ins System reinbekommen. Das heißt, was mache ich jetzt? Jetzt wähle ich eben hier den Sub-Export aus und habe hier die Möglichkeit, dann im Augenblick gibt es eben tatsächlich nur zwei Elemente, zwei DSOs, die hier im System sind, diese dann beide reinzuziehen und kann jetzt eben natürlich diese Objekte und alle abhängigen Objekte automatisch anlegen lassen. So, jetzt muss ich noch ein Zielsystem festlegen. Gut, das mache ich auch. Das ist bei uns in dem Fall das gleiche System. Ich kann hier unten auch sagen, dass wenn ich jetzt dort mehrfach durchlaufen muss, weil ich zum Beispiel dann feststelle, dass ich vielleicht eine Aktivierung vergessen habe oder ja, irgendeine Inkonsistenz noch da ist, dann würde der Export hier geblockt sein, so wie es auch jetzt ist. Und ich muss erst tatsächlich eine Prüfung durchführen und diese muss auch tatsächlich erfolgreich durchlaufen, bevor ich eben in der Lage bin, diese Objekte zu exportieren. Wie gesagt, wenn ich das dann mehrfach machen will, gerade bei sehr vielen Objekten kann ich auch ausschalten, dass er das immer die gleichen oder die geprüften Objekte noch einmal prüft. Er würde dann halt nur ja, quasi die fehlerhaften Objekte nochmal prüfen. Jetzt muss ich hier eben entsprechend nochmal die Ziel
ja, SAP-Kataloge festlegen, dann, wo die Objekte halt angelegt werden. In meinem Fall ist das ein ganz kleiner Blick. Sind das diese entsprechend? Genau. Wunderbar. In denen er dann halt die Objekte anlegt. Ich bereite mich jetzt mal vor. Ich habe hier auch schon mein SAP-System entsprechend offen und kann ihn dann eben auch gleich in Echtzeit zeigen, wie diese Objekte dann exportiert werden. Also im Augenblick macht er natürlich, brauchen wir jetzt erstmal die Prüfung. Das heißt, er sagt jetzt hier Ready for Check für alle Objekte und den entsprechenden Unterelementen. Ich mache das jetzt hier. Das heißt, er prüft jetzt, ob er diese Objekte so in der Form auch exportieren kann, dass ich natürlich jetzt hier keine Fehler eingebaut habe. Okay, das hat er jetzt gemacht. Und er sagt jetzt Ready for Export. Und ich lade jetzt, ich ziehe jetzt das mal kurz rüber, einen Augenblick. So, jetzt haben wir hier entsprechend meine Info-Area mit den zwei Katalogen. Natürlich bei den 7.5er-Systemen brauche ich nur noch die Kataloge, beziehungsweise BW S/4HANA habe ich ja nur noch die Kataloge. Und genau, so. Achso, jetzt habe ich hier unten natürlich die Info-Areas nicht gesetzt. Das mache ich noch schnell. So. So, jetzt mache ich genau das. Er soll nur noch mal die, die bereits noch nicht geprüft worden sind. Das heißt, er hat jetzt entsprechend durchgeführt. Und jetzt kann ich hier auf Start Export drücken. So, dann schauen wir doch jetzt tatsächlich mal an, was im System passiert. Also das natürlich passiert das entsprechend in der richtigen Reihenfolge. Das heißt also, zuerst werden die Elemente angelegt. So. Und jetzt sieht man eben hier, okay, da kommen jetzt die ersten Objekte, die werden zuerst natürlich angelegt und dann, wenn alle angelegt sind, werden die entsprechend der Reihenfolge auch aktiviert, sodass dann natürlich die Konsistenz sichergestellt ist. So, ich sehe dann auch hier, was der Fortschritt ist, wo er dann eben sagt, okay, exists, no export needed. Es gäbe auch noch den Fall, dass ich zum Beispiel eine Aktivierung selber durchführen muss. Wenn es jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt Teile des Business Contents behalte, dann könnte es eben sein, dass ich da auch noch was aktivieren muss. Und genau, jetzt sagt er hier auch schon Ready for Activation. Das heißt, angelegt ist es und es muss nur noch aktiviert werden. Das bringe ich nochmal. Und man sieht dann eben auch, wie tatsächlich dann die Objekte eins nach dem anderen dann langsam aktiv springen. So, jetzt macht er natürlich alle 35 Objekte auf einmal. So, das dauert noch einen kleinen Augenblick, bis alle Objekte aktiviert sind. Und wenn diese dann aktiviert sind, dann kann er natürlich die entsprechenden ADSOs anlegen. So, jetzt sieht man hier schon, okay, jetzt springen langsam die Elemente auf aktiv. Entsprechend der Abhängigkeiten. So, noch wenige Sekunden, dann ist es soweit durch. So, jetzt geht er das nochmal durch, sagt, dass die Objekte hier, jetzt ist es auch finished gesprungen und jetzt aktiviert er bzw. generiert eben auch die Info, die ADSOs, die Info-Provider. So. So, das hat er jetzt auch gemacht. Man sieht jetzt hier entsprechend die beiden ADSOs, die entsprechend unserer Vorgabe angelegt worden sind. Ich sehe jetzt hier das Ergebnis. Ich könnte hier theoretisch auch noch filtern. Wenn mir jetzt irgendwas fehlen würde, wenn ich jetzt zu viele Elemente habe, dann kann ich hier natürlich auch wesentlich einfacher verarbeiten. Ich könnte sagen, okay, dann zeig mir jetzt nochmal die Objekte an.
wo eben Fehler ist, sodass ich diese dann eben auf einen Blick sehe. Genau, ich kann hier auch tatsächlich mir nochmal eine Log anzeigen, kann diese auch exportieren, also eben auch nochmal unterstützende ja, Möglichkeiten, das weiter zu verarbeiten. Gut, in der nächsten Version, was wir jetzt tatsächlich noch nicht unterstützen, ist eben die Möglichkeit, HCPS anzulegen, also zum Beispiel aus Multiprovidern dann eben automatisch HCPS in der einfachsten Variante anzulegen. Deswegen, das mache ich jetzt hier einfach mal kurz manuell, dass wir dann auch ein HCPR haben, wo wir dann die Queries wieder drüber ziehen, entsprechend drüber kopieren können. Das mache ich natürlich in der entsprechenden BW-Modeling-Umgebung. Muss dort nur die Multiprovider hinzufügen. Ich zeige Ihnen das. So, mal. Das dauert einen kleinen Augenblick. Wie gesagt, ab der neuen Version besteht dann die Möglichkeit, diese dann tatsächlich automatisch zu übernehmen. Okay, das war der eine. Das war der zweite. So, dieser wird jetzt angelegt und entsprechend aktiviert. Und dann können wir auch schon entsprechend zu den Queries gehen. So. So, ein ganz kleiner Blick. So. So, jetzt ist gleich der entsprechende HCPR, wie gesagt, aktiviert und entsprechend Standard-Mappings hinterlegt. So, das haben wir jetzt ganz einfach gemacht. Also man sieht jetzt hier entsprechend die beiden ADSOs, einfach nur als Beispiel. Und jetzt gehen wir eben hin und widmen uns den Queries. Das heißt, jetzt hole ich mir natürlich von den Queries, eine Query, die auf dem Original-Multiprovider entsprechend vorhanden ist. Das ist in unserem Fall auch aus dem BI2-System entsprechend folgende Query. Jetzt kann ich natürlich im Zielsystem angeben, was mein neuer Ziel-Info-Provider ist. Das ist jetzt der neu angelegte bei uns. So, und jetzt habe ich natürlich hier die Möglichkeit, wieder festzulegen, was mit dieser Query passiert und wie dort diese neuen Namenskonventionen angewendet werden sollen. Das heißt also, im einfachsten Fall, wenn ich jetzt hier zum Beispiel gleich einen Consistency-Check durchführen würde, ohne eben mir die Namensgebung vorschlagen zu lassen, dann wird natürlich hier auch eine entsprechende Prüfung durchgeführt. Dann sagt er mir, okay, diese Query so in der Form kann er natürlich nicht auf den Ziel-Info-Provider exportieren, weil natürlich viele Sachen noch nicht stimmen. Zum einen sind natürlich die ganzen Info-Objekte noch nicht vergeben, beziehungsweise eben auch die neuen Kennzahlen etc. sind auch noch nicht festgelegt worden, beziehungsweise auch natürlich der Name von der Query. Ich benenne jetzt entsprechend die Query neu. So, wie soll sie im Target heißen? Im Target soll sie so heißen wie der Multiprovider plus eben unsere Namenskonvention. Auch hier kann ich jetzt eben neue Namenskonventionen für zum Beispiel meine Kennzahlen festlegen. Ich könnte hier natürlich auch bei den Variablen entsprechende Konsolidierung durchführen. Das heißt, wenn ich jetzt eine andere Variable habe, die zum Beispiel ansonsten grundsätzlich die gleichen Einstellungen hat, das ist natürlich wichtig, aber zum Beispiel vielleicht im Hintergrund noch ein Customer Exit hat und ansonsten musste man ja immer diesen Tabellenhack von der SAP durchführen.
Das brauche ich jetzt eben nicht mehr machen. Ich kann jetzt hier eben einfach einen neuen Zielnamen festlegen und solange das tatsächlich auch von den Selektionen her die gleichen Variablen sind, also der gleiche Typ von Variable, ist das kein Problem, aber sie kann zum Beispiel dann eben zusätzlich noch eine Customer Exit im Hintergrund haben oder eben, was wir auch von der anderen, wenn Sie sich noch daran erinnern, aus unserem Variable Analyzer, wenn ich jetzt eben hier sage, okay, ich verwende ja nur die hier oder hier bei den dreien, wo jeweils nur irgendwie eine verwendet wird, nehme ich lieber die oder die und kann dann natürlich, ja, wie gesagt, entsprechend konsolidieren. So, jetzt führe ich hier nochmal entsprechend einen Consistency-Check durch. Jetzt sagt er mir, dass noch ein Element fehlt. Ach so, die Variable, genau, die lege ich dann auch neu an. Mit einem neuen Namen, genau. So, jetzt wird er hier, wo man auch sieht, dass diese Elemente sozusagen Virtual haben. Das sind Elemente, die tatsächlich neu angelegt werden. Und ich kann jetzt hier einfach sagen, okay, apply target values. Das heißt, jetzt geht er eben hin und überträgt quasi alle neuen Werte. Und dann kann ich in dem nächsten Schritt tatsächlich sagen, okay, erzeug mir jetzt die Query in dem Zielsystem. Jetzt sieht man eben, okay, Return Code 0. Es wurde erfolgreich durchgeführt und ich kann jetzt eben hier unter meinem Multi-Provider, Entschuldigung, HCPR entsprechend die Query sehen, dass sie dort auch erfolgreich angelegt worden ist. Genau. Gut, dann schauen wir uns nochmal, gehen wir zurück zur Präsentation. Vielleicht nochmal die Frage in die Runde. Gibt es da jetzt konkret nochmal Fragestellungen zu? Ich schaue in die Frage- und Antwort-Sektion, sehe da noch nichts. Okay, gut, dann beenden wir sozusagen diesen Abschnitt. Dann schauen wir nochmal in die Präsentation. Jetzt haben Sie natürlich die Sachen entsprechend angelegt und den Build durchgeführt. Ich zeige Ihnen jetzt nicht, wie man auch noch das Translate durchführen würde. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, das noch zu machen und sich das anzuschauen. Nachdem man natürlich jetzt dann die Sachen angelegt hat, ist jetzt die Frage, was passiert als nächstes? Und wie gesagt, natürlich, wenn man eben auch die Verarbeitung besser verstehen möchte, kann es eben auch wichtig sein, zu verstehen, wie das entsprechend implementiert worden ist. Das heißt, auch wenn jetzt zum Beispiel die neuen Datenflüsse angelegt worden sind, gibt es noch Möglichkeiten, dass der Doku-Performer einen da auch unterstützt. Wie sieht das dann konkret aus? Da geht es eben darum, dass man eben diese Mappings versteht. Ich zeige Ihnen dann mal eine Beispieldatei, wie so ein Ergebnis aussehen kann, wie so ein Mapping tatsächlich aussieht. Das ist jetzt zum Beispiel das Ergebnis von dem Data Lineage. Das heißt, auf dem neuen Datenfluss oder auf dem alten Datenfluss, je nachdem, in welcher Phase ich mich befinde, kann ich mir jetzt hier so eine Ansicht generieren. Sie haben vorhin ja noch vielleicht in Erinnerung meinen Multiprovider, von dem ich aus gestartet bin. Und jetzt habe ich hier eben die Möglichkeit, in einem Überblick zu sehen, wie die Mappings erfolgt sind. Das heißt, ich sehe alle Mappings von End zu Start, also sozusagen von Data Source bis zu entsprechend dem Multiprovider und ich sehe, wo die Daten herkommen. Also ich sehe zum Beispiel das Kalendertag hier aus einem ABAP ermittelt, zum Beispiel aus dem DSO kommt. Ich sehe eben auch, dass es zum Beispiel aus Belegdatum aus dem 2-List-Item-Extraktor kommt oder aus Änderungsdatum aus den Accounts oder wieder Belegdatum aus den Schedule Lines. All diese Sachen sehe ich. Ich sehe auch eben, ob es ABAP ist, ob es Konstanten sind. All diese Verarbeitung kann ich sozusagen Start zu Ende sehen. Oder ich kann eben auch sehen, wie das über die einzelnen Stufen passiert. Das heißt, tatsächlich jede einzelne Ebene, hier Data Source, dann hier das erste DSO, dann kommt das nächste DSO. Und ich kann hier natürlich sehr einfach dann feststellen, wo die Daten herkommen und wie sie dann verarbeitet werden. Das ist jetzt sehr generisch. Wenn ich jetzt eben tatsächlich nochmal etwas konkreter wissen muss, wie das dann aussieht im Detail, also zum Beispiel tatsächlich hier auch die konkrete Routine, auch da gibt es dann die Möglichkeit, in dem Doku-Performer Unterstützung zu bekommen. Das ist im Endeffekt die Info-Object-Mapping-Analyse. Diese eignet sich übrigens auch sehr
gut für eine generelle Fehleranalyse. Also das heißt, wenn die Fachabteilungen eben Fragestellungen haben, wie wird eigentlich Verarbeitung XY durchgeführt? Auch hier wieder, ich wechsle nur die Ansicht. Sie haben ja vielleicht noch in Erinnerung, das war die Gesamtübersicht von dem Multiprovider, die wir durchgeführt haben. Ich kann dann hier diese Ansicht ändern in eine sogenannte Tree View. Und was ich dann auch noch gemacht habe, ist hier diese Mapping-Analyse dazugeladen. Und was passiert jetzt? Ich sehe halt nach wie vor alles, was für mich relevant ist. Ich sehe eben, ob ABAP-Scan bestimmte Informationen ermittelt hat. Ich sehe, wie die Filter sind. Ich sehe, welche Prozessketten verwendet werden oder in welchen Prozessketten es verwendet wird. Ich kann diese Sachen auch ausblenden, wenn ich jetzt sage, okay, das ist jetzt für mich aktuell nicht relevant, dann kann ich die Prozessketten ausblenden oder eben auch die anderen Elemente. Und was lädt er mir jetzt dann, was ermittelt mir jetzt der Doku-Performer? Natürlich hier ist es wichtig zu verstehen, wo eigentlich konkrete Verarbeitungen stattfinden. Also zum einen, wo diese Mappings herkommen, hatten wir uns ja gerade schon mal angeschaut. Das heißt, zu verstehen, okay, hier kommt es zum Beispiel, der Kalendertag kommt hier aus dem Änderungsdatum, aus der Data Source. Aus der anderen Data Source kommt es vielleicht aus Belegdatum. Und was natürlich auch wichtig ist, ist zu verstehen, wo überhaupt was passiert. Wenn es zum Beispiel 1:1 Mappings sind, wie zum Beispiel hier dadurch angedeutet, Time, Call Date, das heißt einfach nur, es ist ein 1:1 Mapping, da passiert nichts. Hier wiederum, da sieht man, okay, da ist eine Startroutine, da könnte ich zum Beispiel jetzt auch absteigen, könnte mir den ABAP-Quellcode dafür anzeigen lassen, brauche also das System nicht zu verlassen. Und könnte dann eben besser verstehen, okay, was passiert eigentlich an der Stelle, dass dort eben eine Verarbeitung stattfindet. Und da sehe ich eben, okay, hier wird das Systemdatum entsprechend verarbeitet, beziehungsweise ja, dann hier entsprechend wieder zurückgeliefert. Solche Sachen kann ich dann natürlich sehr schnell ermitteln. Das heißt, statt eben den gesamten Datenfluss erstmal jeweils durchzuklicken und zu verstehen, wo ich überhaupt hingucken muss, kann ich sehr einfach sehen, okay, hier zum Beispiel auch aus dem Datenfluss, da wird es gar nicht ermittelt. Ja? Das heißt, aus dem DSO, da kommt es gar nicht raus. Ja? Und kann dann halt an die Stellen schauen, wo das relevant ist. Und das kann natürlich sowohl bei einem neu implementierten Datenfluss der Fall sein, als eben auch bei einem bestehenden Datenfluss, vielleicht im Altsystem, wo eben ja, das Support-Team ja, Schwierigkeiten hat, die entsprechenden Stellen zu finden, wo was passiert. Das Gleiche kann ich natürlich auch für Kennzahlen durchführen, um das einfach besser zu verstehen, was da vor sich geht. Genau. Eine Sache, die wir vorhin noch kurz übersprungen haben, weil sie aber so interessant und wichtig ist, würde ich sie Ihnen trotzdem gerne auch noch mal zeigen. Das ist das ganze Thema zu verstehen, was es eigentlich an Berichten gibt und wie diese aufgebaut sind. Das ist im Endeffekt ein Ergebnis, was man hier sich ermitteln kann mit dem Doku-Performer, wo auch hier wieder der Multiprovider, den kennen Sie ja mittlerweile zu Genüge. Und das sind jetzt die Queries, die ich ausgewählt habe. Ich kann aber beliebig viele Queries auch auswählen, um mir ermitteln zu lassen, wie der Aufbau von Query zu dem Multiprovider ist, wie die Verwendung ist. Das heißt, ich sehe hier zum Beispiel, dass diese Query eine freie Charakteristik hat, und zwar Produkt. Und wenn jetzt eben die Fachabteilung die Frage stellt, naja, ich brauche einen Bericht, der mir zum Beispiel den Kalendertag, wo ich den Kalendertag entsprechend analysieren kann, dann kann ich hier natürlich reinschauen und sehe entsprechend, okay, das ist genau bei diesen zwei Queries. Dort gibt es das Element als freies Merkmal. Auf der anderen Seite sieht man eben auch, dass hier zum Beispiel bei den Queries natürlich diese vielleicht strukturähnlich sind. Ich kann mir auch anzeigen lassen, welche Kennzahlen verwendet werden. Ich kann mir auch anzeigen lassen, welche berechneten Kennzahlen, Strukturen, Variablen. All diese Informationen sehe ich und kann natürlich auch hier wieder aufräumen. Kann sagen, okay, zum Beispiel diese Kennzahl wird gar nicht mehr verwendet. Die hatten wir zwar mal angelegt, ist aber eigentlich nicht mehr relevant. Oder eben auch Strukturen, die nicht mehr verwendet werden. All solche Sachen kann ich hier natürlich sehr einfach ermitteln. Und habe das eben wirklich in wenigen Minuten auch für eine sehr große Anzahl von Queries, statt eben, ja, ich sag mal, sowas manuell zu erstellen und zu konsolidieren, was jetzt übernommen werden muss, ist natürlich schon sehr mühselig, zeitaufwendig und eben vor allen Dingen fehleranfällig, unglücklicherweise. Gut, genau, das waren jetzt eben so die Analysen. Was kann man natürlich noch machen? Aber da gehe ich jetzt auch nicht ins Detail drauf ein. Wenn man natürlich ein neues System startet, dann will man natürlich auch, wie gesagt, diese ganzen Informationen, die man sonst nur in den Köpfen der entsprechenden Lieferanten hat, vielleicht von externen Kollegen oder von den Kollegen, die an dem Projekt mitgearbeitet haben.
Später für eine Übergabe an den Support ja auch transparent machen. Und wie kann sowas dann aussehen, wenn ich natürlich dann, und das wirklich, wie gesagt, nur als Beispiel, wenn ich dann jetzt eben hier hingehe und mir dann zu einem Cube oder zu einer Query, je nachdem, was eben für mich relevant ist, dann Zusatzinformationen hinterlege in sogenannten Kommentaren. Ist die Query zum Beispiel betriebsratsrelevant? Oder bei der Analyse ist mir aufgefallen, dass dort dieses Element verwendet wird. Oder als ich dann die Zelldefinition mir angeschaut habe, habe ich das rausgefunden. Und statt das dann jeweils immer wieder neu zu machen, kann ich diese Informationen hier hinterlegen. Und was ich dann entsprechend machen kann, wie gesagt, nur ganz grob angesprochen, ich habe dann die Möglichkeit, diese Kapitel, die man hier sieht, tatsächlich auch festzulegen, ob diese mit exportiert werden sollen oder nicht. Das heißt also, ich kann eben sagen, für meine Fachabteilung sind nur die Objectives relevant. Und für ein Audit, wenn später sowas relevant wäre, kann ich entsprechend nur das Kapitel Worker Council zum Beispiel entsprechend extrahieren und kann eben mit einem Knopfdruck mehrere Zielgruppen hier bedienen. Das ist, ich sag mal, diese Zusatzinformation und auch da wieder nur, um ganz kurz darauf einzugehen, man hat die Möglichkeit natürlich, diese Objekte entsprechend zu gliedern. Manche von Ihnen werden das schon kennen. Es gibt eben die Möglichkeit, Szenarien zu nutzen. Szenarien, das nur ganz grob eben auch erklärt, sind Strukturen, wo man eben bestehende Dokumente, die also unabhängig von dem System sind, hinterlegen können. Also ich will einfach beschreiben, was sind meine Business-Contexts oder was ist mein generelles Ziel. Und dort kann ich dann eben einfach selber etwas eintragen, kann was hinterlegen, kann eben den Inhalt einfach pflegen und der wird dann entsprechend mit exportiert. Aber ich kann eben auch technische Objekte mit anzeigen lassen und hier in eben beliebiger Detailstufe mit als ganzheitliche Dokumentation generieren lassen. Ich zeige Ihnen einfach mal so ein Ergebnis, wie sowas aussieht. Das kann übrigens auch entsprechend übergreifend sein. Das heißt, die Ergebnisse sind nicht mehr nur generiert aus einem einzigen System, sondern eben aus zum Beispiel einem HANA Native System, einem BO-System und einem BW-System. Und ich habe dort dann alle Elemente schön in einem Dokument. Sehe das in meinem Corporate Design, habe hier meine grundsätzlichen Kapitel, die ich selber pflege, könnte zum Beispiel auch eine Trainingsanleitung sein für die Fachabteilung, die ich auch nur einmal pflege und in allen Dokumenten, wo ich dann diese Trainingsanleitung brauche, dann einfach wiederverwende und dann hier eben zum Beispiel HANA Native Objekte habe. Ich gehe jetzt einfach mal runter. Das ist jetzt natürlich eine eher technische Variante, das muss man auch ganz klar dazu sagen, kann aber hier, ja, wie angedeutet, eben den Detailgrad selber sehr genau einstellen, ob das jetzt eben für mich relevant ist, ob ich diese technischen Informationen haben möchte oder nicht, um damit dann eine Wiederverwendung an, ja, dass ich halt eben die Objekte quasi nur einmal pflege und dann an verschiedenen Stellen, wo ich es brauche, in verschiedenen Dokumentationen, in der Applikationsdokumentation, in der Systemdokumentation etc. dann einfach wiederverwende, statt halt jedes Mal in einer anderen Variante unter Umständen oder schlimmstenfalls neu anzulegen und zu pflegen. Gut, dann springen wir nochmal auf die Präsentation. Das haben wir jetzt im Endeffekt uns angeschaut. Wie gesagt, generell den Support, auch dass der Wissenstransfer natürlich wichtig ist, beziehungsweise auch Übergaben und dazu sich auch die anderen Module entsprechend besonders eignen. Also wenn Sie da auch nochmal Interesse haben, lassen Sie uns das wissen, dann würden wir das auch nochmal entsprechend anbieten. Es gibt gerade auch zur Dokumentation, kommen wir aber nachher auch nochmal drauf zu sprechen, gibt es ein Webinar, was wir demnächst anbieten, Best Practices, mit Szenarien oder beziehungsweise generell für das Dokumentationskonzept. Und das kann ich Ihnen natürlich hier auch nur wärmstens ans Herz legen, ja, sich da mal einen Eindruck von zu verschaffen, wie man das nutzen kann, um eben bei sich im Unternehmen Aufwand zu sparen. Gut, was bleibt jetzt noch abschließend zu sagen? Wir können nur sagen, finden Sie es für sich selber heraus. Warum sollen Sie mir jetzt glauben? Im Endeffekt bieten wir die Möglichkeit an, einen sehr unkomplizierten Test durchzuführen. Das heißt, 7 Tage für Modellierung und Translations, je nachdem, wenn Sie eben beides wollen würden. Für die anderen Module, Dokumentation, Analyse,
etc. Data Lineage wären 60 Tage. Wenn Sie eben schon Kunde sind, dann passen wir gerne Ihre bestehende Lizenz an, sodass Sie dann unkompliziert testen können und das dann auch in dem Zuge gleich nutzen können. Und ja, dann eben in Ihrem System konkret rausfinden können. Das ist auch so, wie in der Regel die Kollegen, also die anderen Kunden bisher vorgegangen sind, um dann eben tatsächlich auch den eigenen Nutzen für sich selber zu identifizieren. Und grundsätzlich können wir natürlich nur sagen, lassen Sie uns drüber sprechen. Also auch wenn Sie natürlich Ideen haben, was wir anders machen können, auch da sind wir natürlich dankbar. Wenn wir verstehen, was Ihre Herausforderungen sind, dann können wir natürlich auch Ihnen nochmal Vorschläge machen, wie man das anwendet. Genau, vielleicht nochmal abschließend und bevor Sie sozusagen jetzt das Webinar gleich verlassen, tatsächlich nochmal zwei, drei Bitten auch, beziehungsweise eben wie gesagt Hinweise. Das eine ist, natürlich wird es die Präsentation und nochmal eine Nachfass-E-Mail geben. Das heißt also, wir werden Ihnen die Informationen, die wir heute vorgestellt haben, sowie auch das Reporting, wie gesagt, zur Verfügung stellen. Ich bitte Sie auch, sofern möglich, die entsprechende Umfrage auszufüllen. Das hilft uns einfach, auch besser zu werden, damit wir eben dann bei den nächsten Vorträgen das auch berücksichtigen können oder wenn Sie auch Ideen oder Wünsche haben, was wir sonst noch zeigen sollen, dann nehmen wir das gerne auf. Falls Sie es auch nicht wissen, natürlich bieten wir einen entsprechenden technischen Support an und insbesondere deswegen hier auch nochmal erwähnt, auch die Möglichkeit, Feature Requests abzusetzen. Das heißt, viele der Funktionalitäten in dem Tool sind eben auf Kundenvorschläge zurückzuführen und diese werden in der Regel auch relativ zeitnah. Also Sie kennen ja unseren Zyklus, der ist in der Regel circa 4 Monate. Das ist, alle 4 Monate gibt es eine neue Version mit ungefähr, ich sag mal, 100 implementierten Feature Requests beziehungsweise Änderungen. Und diese können Sie eben auch unkompliziert, auch ich sage jetzt tatsächlich, wenn Sie eben kein Kunde sind, tatsächlich online stellen, beziehungsweise wenn Sie dann in den Test gehen wollen, behandeln wir Sie tatsächlich auch schon als Kunden. Das heißt, wenn da jetzt irgendwelche Themen hochkommen, dann helfen wir Ihnen natürlich da auch sehr gerne. Ansonsten kann ich auch nur noch mal empfehlen, auf unsere Webseite zu schauen, beziehungsweise auch in die Hilfe. Da werden wir auch einen entsprechenden Link zur Verfügung stellen und unsere Knowledge Base mit den Best Practice ansetzen, wo Sie die Möglichkeit haben, das auch noch mal sich im Detail anzuschauen. Welche Webinare gibt es jetzt noch? Im Endeffekt heute sind wir tatsächlich bei dem Modellierungswebinar. Ansonsten bieten wir am 1. nochmal ein englisches What's New Webinar an. Also das richtet sich eher an Bestandskunden, wobei Sie natürlich, wenn Sie Interesse haben, da auch gerne mit reinhören können. Und dann hier, wie gesagt, am 15. März eben die angesprochenen Best Practices, Dokumentationskonzept mittels Szenarien. Ist sehr spannend. Also auch für gerade Bestandskunden stellen wir fest, ist es immer wieder nochmal interessant, da reinzuhören und kriegen da eben sehr positives Feedback drauf, dass das eben tatsächlich auch die Arbeit vereinfacht innerhalb der Unternehmen. Genau, und dann haben wir noch eins, Analysemodul, wie Sie Ihr System aufräumen bzw. Objektabhängigkeiten ermitteln. Ja, da geht es eher so um Housekeeping-Themen. Gut, ich habe es ja gerade schon gesagt, im Endeffekt sich das selber mal anzuschauen, ist eigentlich vergleichsweise ein geringes Investment mit den möglichen Einsparungen. Von daher, wie gesagt, legen Sie los, sprechen Sie uns an. Wir machen gerne noch mal ein persönliches Webinar, wo wir ganz gezielt auf Ihre Themen eingehen, wo wir uns auch Zeit nehmen, noch besser zu verstehen, was Ihre Herausforderungen sind, und das dann entsprechend widerspiegeln können. Testen Sie selber und wir kommen auch gerne zu Ihnen für einen kostenlosen Workshop. Das heißt also, wenn Sie sagen, ja Mensch, ich habe eine relativ komplizierte Umgebung, es ist nicht so einfach, das jetzt in einem kurzen Webinar durchzuführen, dann kommen wir auch gerne bei Ihnen vorbei und führen eben einen Test durch, installieren das Tool mit Ihnen zusammen. Auch wenn das natürlich nur ein paar Minuten dauert, machen wir das gerne mit Ihnen zusammen. Und erstellen dann vielleicht auch schon die ersten Analysen und die ersten Szenarien und Dokumentationskonzepte mit Ihnen gemeinsam, sodass Sie dann möglichst viel sich davon rausziehen können. Gut, dann schaue ich nochmal in die Frage-Section. Ich sehe dort jetzt erstmal nichts. Dann sage ich nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Wie gesagt, schauen Sie auf unsere anderen Webinare, beziehungsweise vielen Dank schon mal an alle, die dann auch die Umfrage ausfüllen, sodass wir dann auch Feedback haben,
wie Sie das Webinar fanden. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Tschüss.